So, hallo werte Zuschauer, willkommen zu F.E.A.R.2 Project Origin. Oder wie andere Leute sagen, Fear 2 Project Origin. Oder wie ich einfach sage, fangen wir einfach an zu spielen. Egal. Ihr seht, ich habe schon einen Spielstand hier bei Schule und so. Das ist nicht mein Spielstand. Nein. Na, eigentlich ist es schon, aber naja. Lasst mich einfach damit in Ruhe. Ich möchte das hier einfach nur aufnehmen. Ja, ich habe das Spiel schon öf des Öfteren mal durchgespielt. Ich habe es aber letztens erst wieder mal installiert und ja, ich hatte die alten Saves noch und deswegen dachte ich mir einfach, ja, wieso nicht? Wieso spiele ich das nicht einfach mit diesen Leuten hier? Ja. Warner Brothers Interactive Entertainment Presents. A Monolith Productions Game. Ich muss mal hier Man. ein bisschen so leiser Man. stellen, denn I could really sonst. go for an extra hot, no whip, white chocolate macchiato. Danke. So. Dann hört ihr mich nämlich auch, weil ich benutze gerade nicht mein Standardaufnahmegerät, sondern einfach nur ein anderes, weil ich gerade keinen Bock habe, das umzustecken. So. Gag, gag. Was geht hier ab? Ah, danke schön. Vielen Dank, dass du jetzt wieder normal läufst, Spiel. So. Ja, herzlich willkommen in diesem dummen Spiel, das einfach nur süchtig ist. Hallo. Hallo, Alma. Hallo. Wer ist dein Daddy? Okay, nein. Ah, wo gehst du denn hin? Okay. Nein, ich habe keine pädophilen Neigungen. Hallo. Ja, wie gesagt, ich mache einfach mal den Springen, so, tschüss. Gag-Gag-Gag-Ruckel. Was auch immer das immer wieder mit diesem Ruckeln hat. Gut. Hallo! Kein. Zu sehen, mein Lieber. Nee. Setz dich mal. Nein. Okay, das Bild ist ein bisschen dem Ton hinterher. Gut, fertig. Oder auch nicht. Ist gut. Was wollen die denn von dieser Aristide-Tussi? Niemand weiß es. Egal. Lol. Sag uns, was du weißt. Nee. Unsere Zielperson ist Jillian Aristide, Präsidentin der Harkon Technology Corporation. Geil. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Geil! Geil! Wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Geil! Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Arme von Wo war eigentlich geil? Ich sage, stehe es gar nicht. Sie ist ein wichtiges Ziel, wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Ja, hey, locker, ohne Benzin. Was kann die Geschäftsfrau schon tun oder eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Nee. Thema. Sie ist von vier Einzelhörern labere ich diesen Leuten jetzt dazwischen. Wir hören Aristide auszuschalten. Ich muss. Ich Man. muss hier mal ein bisschen. So, tschüss. Manny, setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Manny. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Oh. Denn ich mag Heususen nicht. Oh. Heususen. Also, los hier. Er ist voll rassistisch. Er ist ein schwarzer Rassist, der keine Heususen mag, ey. Denkt dran, Leute. Finger stillhalten. Der Auftrag lautet, Aristide zu finden, nicht zu töten. Oh, Füße. Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Soll das doch die Bullen machen. Sei froh, Ja, dass wir sagen wir nicht es in die schon aus. Oma-Camp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat es in Stücke gerissen. Ja, bist du jetzt Der glücklich? Laden ist außer Kontrolle. Bist du jetzt glücklich? Bist du jetzt glücklich, Jankowski? Halt, Jankowski, bist du. Er geht einfach weg. Ich hab ihn gefragt, ob er glücklich ist und er macht einfach nichts. Waffe halten, Pistole, hallo. Gut.
Wir haben diese Waffen bis jetzt. Diese zwei. Die sind wunderschön. Ich mache das immer am Anfang eines Spiels. Ist das dein Auto? Nein. Bam. Junge, wer glaubt, du zahlt dafür? Das geht auf unsere Steuern, Mann. Das ist uns ziemlich leicht. Brad, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Shop. Okay, gehen wir hinein. Dusch! Dusch! Okay. Ich mag duschen. Na? Sagst du was? Schau dir das an. Mann, das nenne ich mal edel. Ich will, dass du was zu dem Duschen sagst. Los, sag dir was. Sag dir was dazu. Dieser probierst du endlich die Türen? Nee. Halt die zurück, Mann! Nein! Ich kloppe dieses Auto jetzt. Das einzige Pendos, das ich kenne, besteht aus Papier. Das geht einfach nicht kaputt. Das ist albern. Du solltest zum Psychiater. Bam. Vielen Dank. Lass den Alten besser nicht warten. Doch. Oh, dann halt nicht. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Warum? Wer sagt das? Die Türen sind verrammelt. Wir sollten einen anderen Weg suchen. Diese Türen hast du schon probiert. Wenn du laut genug klopfst, kommt Aristide vielleicht runter und macht auf. Vielleicht können wir durch die Kaffeeküche. Okay. Das reicht auch wieder, ey. Ich nerve diese dummen NPCs einfach zu derbe, weil sie einfach nur sagen, was das war. Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten, in den Kopf. Du blöder Assi. Wir sollten reingehen. Nee. Ich hätte gerne einen super starken Latte Macchiato mit weißer Schokolade. Und ich hätte gerne deinen Kopf auf einem Teller und Tod. Damit ich ihn essen kann. So. Hallo. Pritzel. Geil, ne? Immer einfach Pritzel. Pritzeli. Hast lang gebraucht. Beckett wollte noch ein wenig im Brunnen duschen. Na, endlich, sag doch mal was dazu, ey. Komm. Hinterzimmer klar. Hast du dir das Füße? Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Füße. Hallo. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Hallo. Oder geht er lieber zu Fuß? Hallo. Vergiss es. Typ abballern. Da ist einer fast verblutet. Typ abballern. Hol einen Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Er ist echt voll unsicher. Er ist einfach nur richtig unsicher. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Einfach der unsicher. Was soll das, Tom? Unsicher. Das sind ewig viele unsicher. Stufen. Unsicher. Viel Spaß damit. Unsicher. Schau mich nicht so hässlich an. Hör auf damit. Hör auf, mich so hässlich Na anzuschauen. Los, Beckett, beweg dich. Nicht schon wieder. Keegan, was ist los? Entschuldigung. Keegan. Hallo. Mist. Du Hurensohn. Ach ja, nur mal so, meine Person des Spiels ist uncut. Verdammt. Was normalerweise in Deutschland nicht erlaubt ist. Und ja. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Naja, er überlebt. Er überlebt, ey. Er überlebt einfach. Derb. Okay. Reicht wieder. Ich weiß nicht, was das Spiel zwischendrin für Hänger hat. Hi, Vögel. Die vollkommen unlogisch fliegen. Was machen die da? Egal. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähl auf dich. Ja, du zählst auf mich, ich zähl nicht auf dich. Also. Niemand erschießt Aristide. Wie? Gut. Mann, ich will meine Zeitlücken-Dings haben. Kontakt! Bereit machen! Abknallen! Geht schnell! Abknallen! Oder kloppen! Alle mal hören!
Wir haben die Atomwaffen und ich mag sowas nicht. Wo bleibt dieser Schöpfer? Ich will die Unterstützung. Warte mal. Ich muss mal. Was ist denn hier eingestellt? Schwierigkeit normal. Okay, das passt sogar. Gag. Hinter der Base. Was für eine Base? Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Sieht gut aus. Das prima, ist ein Bankett. Tisch. Was ist hier eigentlich? Was ist hier schönes? Ist zu schade. Was haben wir denn hier noch? Hey Beckett, hier drüben! Ja, hey Beckett, hier drüben. Ich zeige euch einen lustigen Spielbank. Ja, einfach. Ihr geht hier durch. Ich Tür suche offen. Den anderen Eingang. Ohne dass diese Tür überhaupt schon offen ist. Tür. Tür. Tür sind wunderschön. Hallo. Hallo, du bist so hässlich, dass du ein Gag auslöst. Weißt du? Guck mal, du. Gag. Genau das macht sie. Gag. Gut. Treppen steigen. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ja, das... Ach, nee. Ja, derbe Musik, bevor überhaupt der Chopper da ist. Jetzt kommt er erst hoch. Gag. Ja. Hier ist schöner VF Aristid. Hören Sie mich. Beeilen Sie sich! Das Haus wieso wird heißt sie eigentlich so? Ich denke, das sind Colonel Vanek's Leute. Das ist der perverse Dealer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Nein, das erste Mal heißt sie so. Mich, bin ich tot. So gut. Habe ich den noch nicht aufgehoben damals? Gut. Kloppen. Ich kloppe mit einer Pistole die Tür auf. Tür. Gag. Ja, Licht flackern. Flackern. Ich kann es auch zum Flackern bringen. Und noch. Gut. Gleich nur wieder. Ich finde das gut hier. Hallo. Komm. Na? Ja, kommt schön her. Nee, das nicht. Das nicht. Schaffst du eh nicht. Oh. Du nervst genau. Nein. Ja, ich lade alle paar Schüsse irgendwie nach und ich weiß nicht wieso, weil ich es einfach kann. Gut. Was gibt's hier draußen? Vielleicht noch irgendwas Interessantes? Nein? Schlechte Spiegelung. Das ist eine Treppe in der Spiegelung. Hier ist gar nichts. Geil. Spielbug. Einfach schlecht gescriptet. Einfach schlechte Texturen. Schlecht. Na gut, was will man erwarten? Das Spiel ist von 2009, also... I don't care. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Okay. Ich komm rauf. Keine Spur. Das finde ich immer gut, ey. Das ist Teil da. Colonel Vanek ist einfach nur schlecht. Elender Waschlappen. Wann hat er das überhaupt gesagt? Er hat das nie gesagt. Gag. Ich verstehe leider immer noch nicht, warum das Spiel hin und wieder mal ruckelt. Warum es vor allem hängt und was das überhaupt zu bedeuten hat. Frag mich nicht, ich werde das irgendwie mal versuchen zu beheben. Ich habe das nämlich gerade spontan aufgenommen, einfach mal so. Map. Die Tür geht auf.